Hier kann man mal ein bisschen sportlicher in die Kurve fahren. Ja, wobei, das macht dem Auto überhaupt nichts. Ja, da kann aber mit 1 Million km/h wahrscheinlich... Ja, das macht dem Auto überhaupt nichts aus. Hier könnte ich noch deutlich schneller durchfahren. Ein bisschen... Ey, das ist krass. So, da habe ich jetzt kurz die 80 km/h erreicht. Einen wunderschönen guten Tag hier aus der Autowaschanlage. Heute ein Video über das Auto, über die Anbauteile, über das Tuning allgemein, über das Auto. Was haben wir hier? Ich halte die Kamera so ein bisschen niedrig, weil ich nicht sein Gesicht filmen möchte. Das Auto wurde übrigens gesponsert von Niklas_L_Photography auf Instagram. Das ist ein C63S, der hat 510 PS, 700 Newtonmeter. Ohne das S hätte er 650 Newtonmeter und nur schlappe 476 PS. Wie man sehen kann, wurde das Auto modifiziert. Es ist quasi ein Black Series. Den Black Series gab es nur beim C63 C204. Das ist die Baureihe C205. Als Limousine wäre es ein B, als Kombi ein S. Wir haben hier hinten einen riesigen Heckflügel von Aerodynamics in, ich glaube, Mannheim. Das Auto sieht wirklich echt cool aus. Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt hören könnt. Müsste eigentlich funktionieren. Ich habe ein direktionales Mikrofon hier dran. Ich halte einfach mal so drauf, weil es einfach cool aussieht. Wie ihr sehen könnt, ein riesiger Heckdiffusor. Ich glaube, der Auspuff-Sound wurde nicht verändert. Der Diffusor ist modifiziert worden. Das ist der originale Carbon-Spoiler. Ich habe die Kamera ein bisschen rüber geschwenkt, weil da eben sein Kopf war. Oder ich retuschiere das am Ende einfach ein bisschen weg. Der ist original, der wurde nachträglich aufgesetzt. Wie eben schon erwähnt, das Fahrzeug sieht sehr aus wie ein Black Series. Wenn es ein Black Series vom C205 von dieser Baureihe gegeben hätte, dann würde das Auto sicherlich dem hier sehr ähneln. Das ist alles auch echtes Carbon, Hochglanz. Dann haben wir diese Ultra... Oh, ich werde hier gerade... da kommt das Wasser übers Auto geflogen. Wir filmen das Ganze gleich nochmal. Ich laufe mal, wenn das Auto dann fertig sauber ist, schön drumherum. Aber hier, ich will schon mal drauf eingehen. Diese supergeilen Felgen mit dem silbernen Ring, die gab es nur bei dem hier. Und auch bei dem AMG GTR, da gab es diese Felgen mit dem silbernen Ring. Ein klassisches AMG-Design, sehr, 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 sehr schick. Ich laufe mal nach vorne. Ich glaube, ich stoppe das Video an dieser Stelle. Wir machen gleich weiter. Das war's von der Waschanlage und gleich woanders. Ja. So, wir befinden uns jetzt hier auf einer ehemaligen US-Basis, beziehungsweise sogar einem Flughafen. Das Auto von vorne, eben habe ich ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Auch vorne sieht es modifiziert aus. Wir haben einen hochglanz-schwarzen Kühlergrill. Der Mercedes-Stern ist auch schwarz. Der Lüfter ist jetzt an, weil wir eben den Sound aufgenommen haben. Das habe ich wahrscheinlich am Anfang geschnitten oder ans Ende des Videos. Mal gucken, wo das landet. Hier haben wir das Aero-Paket und Night-Paket haben wir auch. Wenn er kein Night-Paket hätte, wäre diese... Mein Schatten ist im Weg. Wäre diese Finne hier in Chrom. Die ist aber schwarz. Night-Paket, das heißt, die ganzen Chrom-Teile sind in schwarz. Das Aero-Paket, das hat der normale hier, glaube ich, nicht. Ich überlege gerade. Nö, der hat das dann nicht. Diese kleine Lippe, die ja bis hierhin sogar geht. Das Auto ist jetzt sauber. Naja, fast, doch, ist eigentlich ziemlich sauber. Auch vorne haben wir die wunderschönen Felgen. Eine ordentliche AMG-Bremsanlage, wie sich das gehört.
zwei 55er Reifen vorne und 19 Zoll. Schauen wir mal, was hat er hinten. Wahrscheinlich sogar 300 oder irgendwas. Ne, 285. Oh, das ist noch human. Aber vorne ist schon krass, 255er. Ich glaube, es müsste sogar eine Mischbereifung sein. Und ein Zoll, genau. Hinten 20 Zoll, das haben Coupés öfter bei Mercedes. Vorne 1 Zoll kleiner, hinten 1 Zoll größer, was ziemlich cool ist. Sieht auch optisch einfach cool aus. Bei dem C-Coupé gibt es eine B-Säule. Das gibt es beim S-Klasse-Coupé nicht. Beim E-Coupé gab es das auch nicht. Das hier gehört auch noch zum Aero-Paket. Hier ist auch Carbon. Das hat man eben vielleicht nicht so sehen können durch den Schaum. Auf die Spoiler bin ich eben schon eingegangen. Wir haben ein Panoramadach. Beim M4 gibt es ja sogar ein Carbon-Dach. Das gab es beim C63, glaube ich, gar nicht. Wir haben ein Head-Up-Display, das sieht man hier schon. Wir machen einfach mal die Tür auf, weil der Innenraum ist eigentlich hier das absolute Highlight. Denn wir haben dieses Lenkrad hier. Wie bei allen AMG-Modellen ist das hier beledert mit einer Ziernaht. Das ist auch immer der Unterschied von einer normalen E-Klasse zur AMG E-Klasse gewesen. Da ist mir das immer aufgefallen, dass das hier einfach ein bisschen aufwendiger gemacht ist, auch wenn es irgendwie falsches Leder ist. Es sieht immer ein bisschen schöner aus als bei einem normalen. Dann haben wir hier ganz normal Sitzverstellung mit Memory-Sitzen, Burmester. Das hier ist wohl immer Silber. Ich glaube, es gibt wohl auch noch Holz. Aber komischerweise das Silber und das Mittelteil ist Carbon. Da geht das Silber auch noch weiter. Das Lenkrad, sehr, sehr schick. Wir machen einfach mal kurz den Sitz vor. Wir haben hier die Baby Edition, das perfekte Fahrzeug, um ein Kind zu transportieren. Auch sehr schick. Rote Gurte, es gab auch noch silberne. Die perforierten Sitze sind auch echt sehr attraktiv hier. Eine Sitzkühlung hat das Fahrzeug jetzt selber nicht. Nur eine Sitzheizung. Ansonsten ganz normale Mercedes-Technik. Auf die muss man, glaube ich, nicht eingehen. Ich mache mal den Sitz ein bisschen nach hinten, dass ich auch mal reinsitzen kann. Das ist ein Funny Fact hier. Ich habe den Sitz da nach hinten gemacht und er ist, ich muss die Stütze mal ein bisschen runter machen. Das ist interessant, dass Mercedes das nicht rausprogrammiert hat. Er ist hier gerade an diesem Dach lang geschrappt. Das ist lustig, dass Mercedes das nicht irgendwie programmiert hat und erkennt, dass er da dran schrappt. So. Ultra krasses AMG-Lenkrad. Offensichtlich nicht original. Hier mit Carbon. Es ist auch ultra dick. Ich habe sehr große Hände. Es ist wirklich ein sehr, sehr dickes Jahr. Hier sieht man es im Vergleich zu dem Schaltknüppel, Schalthebel mit Alcantara. Alcantara wetzt sich immer ab, ziemlich schnell. IWC-Uhr. Die AMGs hatten schon immer eine IWC-Uhr drin, beziehungsweise eine Uhr mit einer schwarzen Umrandung. Schon ganz damals beim CL63, weiß ich noch, hat man das dann erkannt, ob es ein echter AMG war. Da gab es ja die ganzen Fakes. Zusätzlich auch zu den AMG-Modellen ist das hier beledert. Das ist normalerweise so ein Plastik oder so ein Imitat und das ist hier weiches Leder. Das ist der Unterschied, weil der C63 kostet natürlich deutlich mehr als ein 43 oder auch ein C350 oder 450. Dann haben wir ja noch hier so einen kleinen Bildschirm, was lustig ist. Das war halt einfach zu dieser Zeit so. Da haben sie angefangen, hier diese Screens einzubauen in die Fahrzeuge. Und dann sah das halt einfach so aus. Das sieht jetzt für heutige Verhältnisse natürlich irgendwie lustig aus. Aber an sich ist es egal. Es ist einfach ein freistehender Bildschirm. Fürs Command-System, was gibt es hier noch zu sagen? Das hier ist natürlich ein bisschen schicker gemacht, weil es ein AMG ist. Das ist Leder. Dazwischen ist auch noch Alcantara. Ja, ich glaube, wir machen einfach mal die Motorhaube auf. Hier gibt es
nicht viel zu sagen zu dem Auto. Es ist sehr simpel. Wir haben den 4 Liter V8, den M177. Ja, die Embleme sind auch noch schwarz, fällt mir gerade auf, auch hinten. Das ist ja klar. Auch hier, das ist schwarz. So. Der M177. Im AMG GT zum Beispiel heißt er dann M178, glaube ich. Da hat er einfach eine andere Software und dadurch mehr Leistung. Im C63 haben sie die Leistung ein bisschen begrenzt. So sieht er aus. Ja, ein Motor halt, ne? Dann haben wir auch noch eine echte Plakette, der 43er und glaube ich auch die 53 sind alle keine echten AMGs mehr. Die wurden nicht per Hand zusammengebaut. Wie dieser Motor hier, die haben quasi einfach nur ein AMG-Paket und einen sportlichen Motor, der mit bei AMG abgestimmt wurde, ursprünglich irgendwann mal. Aber die sind nicht One Man, One Engine. Und so sieht das Auto von außen aus. Und ich glaube, was sollte man dazu jetzt noch sagen, ne? Sieht wunderschön aus. Wir können noch mal drum herum laufen. Ich glaube, wir lassen das Auto reden. Ich muss jetzt noch mal kurz fragen, ob ich den kurz mal fahren darf. Dann filme ich kurz, wie ich den selbst fahre. Und dann, glaube ich, gucken wir mal, dass wir noch einen Tunnel finden, dass wir mal den Klang so ein bisschen begutachten können. Und so ein kleines Burnout-Video schneiden wir, glaube ich, auch noch mit ins Video. Und das ist dann, glaube ich, ein ganz cooles Review für alle C63-Fahrer, angehenden C63-Fahrer und auch C63-Fans. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ich jetzt danach dran schneide, was ich davor schneide. Genießt das Video, Like, Abo, alles, Instagram, Follow, sonst was. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank auch an Niklas L. Photography, Instagram. Unten ist er verlinkt. Und gucken wir mal, was noch kommt. Danke. Motor ist schon an. Wir fahren das Auto jetzt. Hier nochmal das Lenkrad. Ich stelle mir nochmal den Sitz ein bisschen ein. Oder soll ich das mehr in Widescreen oder so filmen? Nee, oder? So ist okay, ne? Sitz so weit weg. Ui, Alter. Der Sitz geht ganz schön weit hinter. Ich stelle ihn gerade hier ein. Ah, das ist halt ein Mercedes, ne? Der ist gemacht für alle Körpergrößen. Ich glaube, ich stoppe das Video kurz und mache mal mehr, dass man mehr sieht. Ich mache den nur mal kurz. So, jetzt habe ich hier mehr Winkel. Wie gesagt, die Videos sind natürlich und ungeschnitten. Deshalb lasse ich das auch so drin. Was ganz cool ist, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, das Head-Up-Display zeigt mir hier die Drehzahl an mit so einem riesigen Balken. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ah doch, ihr müsstet es, glaube ich, sehen können. Okay, das Auto ist gerade in Sport Plus. Deshalb fährt er auch so ein bisschen sportlicher direkt an. Cool ist, dass ich den Spoiler im Rückspiegel sehe. Der nimmt quasi hier die halbe kleine Coupé-Heckscheibe ein. Was aber ziemlich cool aussieht. In Sport Plus macht er natürlich hier die ganze Zeit den kleinsten Gang. Das Auto denkt jetzt, es ist hier auf der Hardcore-Rennstrecke. Ich hoffe, das wackelt nicht zu sehr. Man müsste eigentlich gehen, ist ja eine GoPro, die ist dafür gemacht, ne? Fahren tut er sich hier wie ein Mercedes. Ja, doch, durchaus. Ja, hier auch sehr komfortabel. Trotz Sport Plus finde ich, dass das Einlenkverhalten sehr komfortabel ist. Jetzt verglichen mit zum Beispiel einem 911er, der würde jetzt deutlich direkter, das ist ja auch dann gewollt, deutlich direkter einlenken, was jetzt bei einem komfortablen Mercedes mit Babysitz nicht unbedingt nötig ist. Nach rechts? Links, rechts? Ja, man merkt sofort, es war jetzt sogar ein Kickdown, dass das Auto einfach die Traktionskontrolle komplett reinlässt und er mir die komplette Leistung gerade genommen hat. Es kam quasi, wie ihr gemerkt hattet, kaum was an bis gar nichts an.
Das Auto ist quasi fast stehen geblieben. Nee, das nicht. Aber immer ja komplett gerade die Leistung unterbunden. Ah, hier, da habe ich eben, kann ich jetzt mal drauf eingehen. Ganz normal hier Dynamic Select, das haben alle modernen Mercedes. Das heißt, ich kann hier den Schalter hoch und runter machen. Dann zeigt er mir hier und auch hier an Sport, Sport Plus. Sport Plus ist natürlich am coolsten und klingt auch am krassesten. Jetzt ein Sport Plus, man hört sofort, die Klappen sind offen. Die kann ich auch manuell auf und zu machen. Da kann ich Start und Stopp ausmachen, den Kurzzubringer, ESP, der wichtigste Knopf in so einem Auto, immer ausmachen, immer lange drauf bleiben, dass es komplett ausgeht und das Auto normal fährt und die Leistung dir nicht wegnimmt. Stehen wir hier an der Ampel, sehr spannend fürs Video. Aber so ist das, wenn man C63 fährt, C63 Coupé, so fühlt sich das an. Man sitzt ja in einem ganz normalen Mercedes, aber wenn man dann quasi das Auto anmacht, merkt man den Unterschied zu einem normalen C-Klasse Modell. Wir haben ein ziemlich lautes Knallen bei jedem Gangwechsel. Das Auto hat jetzt auch sehr angenehm rausbeschleunigt. Wir haben das typische Mercedes-Anfahrgefühl, sehr majestätisch, sehr viel Leistung direkt. Wir müssen überlegen, wir haben 700 Newtonmeter, sehr kurzes Auto, sehr kurzer Radstand. Das fährt sich natürlich sehr, sehr sportlich. Klingt auch ziemlich cool, wenn man hier die Gänge mal runter macht. Wir fahren wahrscheinlich noch durch den Tunnel, dann hört man das noch besser. Ach, wir sind sogar schon im ersten. Ich dachte, es gibt noch einen. Das ist wirklich ja sehr Muscle Car mäßig. Das ist ja auch gewollt. Das wirklich geil mit diesem Knallen, quasi bei jedem Gang, bam, bam. Und das haben die neuen leider nicht mehr. Der Nachfolger hat ja leider nur noch ist das wirklich ein 2 Liter Vierzylinder? Der neue? Völlig verrückt. Der neue hat wirklich nur noch einen 2 Liter Vierzylinder Motor als AMG. Soll ich hier abbiegen oder über die Autobahn zurück einfach? Und die neuen haben das Knallen halt leider nicht mehr. Das Auto hier ist noch sehr natürlich. Der Vorgänger, der hatte dieses aggressive Knallen noch nicht einprogrammiert. Der hatte noch einen sehr natürlichen Klang. Das war ja aber auch noch ein 6,2 Liter Sauger, der W24. Der war aber auch deutlich langsamer durch die B-Turbos. Ist das Auto natürlich viel schneller. Wir fahren ja auch mal ein kurzes Stück auf die Autobahn. Wenn ich in so einem Auto sitze, dann denke ich mir immer, ESP maximal abstellen, Donuts, Burnouts, Kickdown, an jeder Ampel mit Vollgas losfahren. Aber das ist dem Besitzer vorbehalten. Aber wir schneiden ein paar Aufnahmen rein. Ah, herrlich, Stau, perfekt, super. Aber es ist nicht lange, wir sind perfekt, perfekt fürs Video, Stau. Klasse, super Idee, aber jetzt kann man nicht mehr drehen, leider. Das wäre auch lustig, hier jetzt zu drehen auf der Autobahn. Aber hier kann man vielleicht kurz mal nochmal schön in den Stau rein. Ja, schade. Ich stoppe hier, glaube ich, auch gleich mal das Video. Ich gucke jetzt gerade hier rum, ob es noch irgendwas zu sagen gibt für das Video. Ja, wobei hier... Ja, das ist schon cool, ne? Kann man immer Gang runter, Gang hoch und dann quasi knallen lassen. Hier ist jetzt eine schöne Lücke, die werde ich nehmen. Ja doch, das Auto fährt sich sehr, sehr schön, fährt sich sehr, sehr gut. Der Hornochse hier mit dem Touran fährt jetzt vorbei, obwohl da keine Lücke mehr ist. Klar, man soll den Streifen nutzen, aber wenn eine Lücke da ist, kann man durchaus die Lücke nutzen, statt andere Leute zum Ausbremsen zu zwingen. Beziehungsweise zum Bremsen zu zwingen und dadurch künstlich noch mehr Stau zu machen. Aber die Leute haben meistens Schwierigkeiten, selbst mitzudenken, nachzudenken. Das fällt den meisten sehr, sehr schwer. Deshalb gibt es auch so viele Unfälle. In Deutschland sind wir da Spitzenreiter für wenig Unfälle. Ein Glück,
Aber in anderen Ländern sieht es nochmal ganz anders aus. Zum Beispiel in den USA. Ein Unfall nach dem anderen. Ich selbst habe in den USA einige Unfälle erlebt. Ich erzähle jetzt einfach ein bisschen, weil ich glaube, das sieht wirklich, wirklich toll aus, dieses Lenkrad hier in der Mitte. Können wir nochmal drauf eingehen. Wir haben hier ein weißes oder graues? Weiß oder grau? Ein weißes Stitching hier in der Mitte. Wir haben die Zentrierung auf 12 Uhr, dass man nicht vergisst, wo die Mitte des Lenkrads ist. Das Alcantara hier, leider gibt es keinen Alcantara-Dachhimmel, glaube ich, original oder beledert. Das ist dann den S-Klassen vorbehalten in diesem Fahrzeug. Ich finde das Lenkrad hier noch sehr, sehr sexy. Danach gab es das Lenkrad mit den Touchscreens hier. Das habe ich zum Beispiel in der E-Klasse schon. Das wurde dann wieder abgeschafft. Dann gab es nur noch dieses kleine viereckige Touch und so. Das wurde dann immer wieder abgeändert. Da gab es innerhalb von 3-4 Jahren 3 Lenkräder von Mercedes. Das ist halt schwierig, neue Technologie. Und dann merken sie, ah, das ist doch schlecht. Dann gibt es eine Woche später plötzlich nochmal eine neue Technologie. Man kann wirklich sehr angenehm mit dem Auto fahren. Der Klang ist zum keinen Zeitpunkt irgendwie unangenehm. Und das ist jetzt die lauteste Einstellung mit offenen Klappen. Hier haben wir so eine kleine... Oh, okay. Da hat er jetzt wirklich sehr laut geknallt. Das hätte ich nicht gedacht. Sehr, sehr cool. Und doch, das Auto lässt sich wirklich gut fahren. Hier haben wir so eine kleine Boosteranzeige. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt seht. Ah ja, okay. Ja, doch, das ist geil. Man geht ans Gas, man geht vom Gas, dann knallt's. Ah, was ich noch gar nicht gesagt habe, das Auto hier hat noch kein OPF, hört man natürlich. Das Auto ist einer der letzten ohne OPF. Das heißt, Ende 2018 gab es den OPF und das Auto hier ist Mitte bis Ende 2018 Erstzulassung. Das heißt, wir haben hier den allerletzten ohne OPF, was natürlich auch bedeutet, dass das Auto eine große Wertsteigerung erfahren wird, wahrscheinlich schon hat, nehme ich an. Cooles Auto. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören, trotz der offenen Fenster. Doch ja, der fährt sehr, sehr gut. Solides Auto. Der kommt gut von A nach B. Also für einen Aldi wird es lang. So, da fahren wir jetzt auch schon ab. Da sind wir nicht die Einzigen mit dieser Idee abzufahren. Nee, der fährt es wie schön. Sehr, sehr tolles Auto. Auch vielen Dank an den Besitzer, der neben mir stumm sitzt und unter seiner Krankheit leidet. Der arme Mann, gute Besserung an ihn. Hier kann man mal ein bisschen sportlicher in die Kurve fahren. Ja, wobei, das macht dem Auto überhaupt nichts. Ja, da kann er mit 1 Million km/h wahrscheinlich. Ja, das macht dem Auto überhaupt nichts aus. Hier könnte ich noch deutlich schneller durchfahren. Ich jetzt kurz die 80 km/h erreicht. Die 80 hat er ziemlich schnell erreicht. Zulässige Gesamtgeschwindigkeit war wirklich, ja doch, das macht Bock, das ist ein geiles Auto, fährt sich echt klasse, kann man nichts sagen. Das war gerade eine schöne Beschleunigung, auch solide, schön satt raus beschleunigt. Was ich ganz cool finde, das Auto beschleunigt wie ein Sauger, komischerweise. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur an der Traktionskontrolle, am ESP liegt oder wieso dieses Auto irgendwie sehr fährt, so wie, ja, wie ein Sauger irgendwie. Er baut die Leistung auf. Also es ist nicht so, dass er voll reinkickt und dir die Leistung gibt. Das muss eigentlich wegen dem ESP sein. Er baut die Leistung sanft auf. Ich würde sagen, das ist eins der sichersten, schnellen Autos der Welt. Sowieso ist ein Mercedes selbstverständlich eins der sichersten Autos der Welt. Aber das ist schon Wahnsinn, wie sicher das Auto von A nach B fährt. Das ist wirklich gut. Hier haben wir jetzt noch mal so ein bisschen... Hey, das ist krass. Normalerweise würde man hochschalten, aber weil er dann so geil knallt, geht man einfach nur vom Gas. Das ist echt cool. Ja, mit dem Auto kann man richtig Spaß haben und sehr cooles, dynamisches Fahren, sage ich jetzt einfach mal, machen. Wie viel Uhr haben wir? Sollen wir einfach mal geradeaus Richtung Tunnel und dann sollen wir wechseln oder soll... Ich möchte ja die... Also hier,
Willst du fahren dem Tunnel? Ich lasse jetzt hier meinen den Boss, den Besitzer des Autos im Tunnel fahren, weil der will auch Spaß haben. Das muss schrecklich sein als Beifahrer von so einem schönen Auto. Ich stopp das Video hier kurz und das nächste ist dann im Tunnel oder ich schneide den Tunnel an den